Hallo RC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxers RC TV. Heute geht es mal wieder um den Traxxas TRX6. Ich habe ihn soweit wieder flott gemacht, er hatte eine kleine Reparatur, um die habe ich mich gekümmert und heute kommen an die Karosserie die ersten Accessoires. Die werden wir uns mal gemeinsam aus der Nähe anschauen, werden einfach mal gucken, wie die ganzen Sachen verarbeitet sind und ich werde euch zeigen, mit was ich das Ganze verarbeite, denn ich habe auch sogenannte Uhrmacherschrauben und ein Uhrmacherwerkzeug da, das ich euch heute zeigen kann, das dem ein oder anderen vielleicht ebenfalls weiterhilft, seine Crawler-Accessoires zu verschrauben. In diesem Sinne, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Video. So Freunde, willkommen zurück auf dem Arbeitstisch und jetzt kann ich euch erstmal zeigen, was denn überhaupt das Problem war beim TRX6. Ich hatte mir bei der letzten Ausfahrt wohl etwas zu viel zugemutet und bin dann bisschen, ja, ganz leicht gebasht, ich gebe es ja zu. Es war ein bisschen eine ruppige Fahrt und irgendwie habe ich mir dann bei der vorderen rechten Antriebswelle habe ich mir dann ein Stück vom Kopf abgenommen. Das könnt ihr vielleicht hier ganz gut erkennen, wenn ich es scharf gestellt bekomme. Es hat wirklich vom hinteren Teil diese komplette Öse einfach ausgeschlagen. Das Ganze war noch an so einem seidenen Faden gehangen. Ich habe es jetzt bloß beim Ausbau noch voll abgebrochen, aber es war tatsächlich vorne eingerissen. Man hat es auch nicht sofort gemerkt. Es war allerdings so, dass ich dann beim Lenken, wenn ich rechts oder links gelenkt habe, dass ich es dann gemerkt habe, weil dann einfach vorne die ganze Vorderachse immens stark geruckelt hat, weil es natürlich über die Kante dann hängen geblieben ist. So viel zum Mimimi von heute. Das heißt, das habe ich aber bereits repariert. Das war an der Stelle auch keine große und schwere Reparatur, sondern ihr könnt diese Antriebswellen für den TRX4 oder für den TRX6 bei Traxxas einzeln bestellen und könnt die dann auch super easy und eigentlich recht schnell tauschen. War jetzt so eine Aktion von einer halben Stunde. Vorne die Portalachse ausbauen und dann eben das Teil tauschen, um das Ganze wieder einzubauen. So, heute geht es konkret um diese Gimmicks hier. Das Ganze zum Beispiel ist jetzt schon die Frontstoßstange. Schön mit einem Auslass für eine Seilwinde. An der Stelle kommt jetzt heute noch keine Seilwinde drauf. Aber ich werde auf jeden Fall schon mal die Stoßstange ummontieren. Dazu werde ich auch beim Chassis vorne die Stoßstange wegnehmen müssen. Wird die dann platzieren. Das Ganze wird dann noch von hinten verstärkt mit einem zusätzlichen Aluteil und dann einfach verschraubt. An der Stelle macht das Ganze wirklich einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck und ich denke, es wird so ziemlich in allen gängigen China-Shops zu bestellen sein. Suchbegriff TRX6, meistens unter Accessoires, findet ihr dann diese Teile. Ich habe jetzt beispielsweise das mit dem Auslass hier vorne, das gibt es auch ohne. Da gibt es, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Varianten, die speziell für den TRX6 gemacht sind, dass das auch mit der Karosserie passt. Was heute noch rangebaut wird, ist die Heckstoßstange. Da haben wir hier die Zwillingsstange. An der Stelle auch aus Alu, Metall in dem Fall. Hat auch wieder hinten so einen Versteifungsadapter mit drin, dass einfach da Stabilität nachher zustande kommt, wenn das Ganze nämlich dann irgendwo an einem Stein kollidiert, was ich nicht hoffe, aber es wird mit Sicherheit passieren, bei meiner Fahrweise sowieso. Und was wir heute auch noch haben, sind die Brabus-Schnorchel an der Stelle. Der ein oder andere hat sie vielleicht schon mal gesehen. Das sind, die sehen optisch wirklich sehr gut aus. Ihr habt dann hier vorne noch schön das Brabus-Logo mit drin, die Fächer. Das Ganze besteht aus zwei Teilen. Wir haben einmal die Unterkonstruktion, auch mit den Anschraublöchern hier unten. Und dann wird das Ganze oben nur aufgesteckt und kommt dann quasi an die Karosserie hin. Ihr könnt dann von vorne noch eine Sicherungsschraube mit reinmachen und dann sollte das Ganze wirklich bombenfest halten. Wir werden es heute verschrauben, um einfach mal zu checken, ob das Ganze auch funktioniert. Wie schon bei der Einleitung angekündigt, werden wir heute zwei Werkzeuge benötigen. Das ist einmal der Handbohrer, der sieht an der Stelle so aus. Den habe ich jetzt zum Beispiel eingekauft,
an der Stelle bei Amazon. Unter 10 Euro das Set. Das war der Handbohrer zusammen mit diesem Sortiment an Mini-Bohrern. Ich muss aber schon gleich dazu sagen, ich habe auch schon zwei oder drei Stück kaputt bekommen. Das ist wirklich nicht schwer, weil die sind wirklich sehr, sehr, sehr dünn und gehen dahin auch sehr schnell kaputt. Aber wenn man sich Zeit lässt und nicht zu viel Kraft aufwendet, dann halten die eine Weile und dann könnt ihr damit wirklich sehr, sehr feine und sehr kleine Löcher bohren. Was an der Stelle beispielsweise jetzt für diese Schnorchel nachher ganz gut ist oder beispielsweise, wenn ihr dann sowas habt wie diese Lichtschutzgitter oder wenn ihr zum Beispiel bei einem Drifterfahrzeug euch Kotflügelverbreiterungen anschrauben wollt und man soll nachher die Schrauben noch sehen, dann kommt dieses Werkzeug meistens zum Einsatz. Wie gesagt, im Set war mit dabei der Bohrer, die Vielzahl, Auswahl an verschiedenen Bohrdurchmessern in Form von diesen bunten Köpfen. Und dann habe ich mir noch ein zweites Set dazu bestellt. Das Ganze nennt sich Glasses and Watch Screws. Da habt ihr quasi ein komplettes Sortiment an Uhrenschrauben oder auch Schrauben für Brillen. Soll für den einen oder anderen Uhren- und Brillenträger auch ganz praktisch sein, wenn er nämlich mal was verliert. Das ist euer Sortiment. Und da war dann auch ein dementsprechend kleiner passender Schraubenzieher mit dabei, der an der Stelle adaptierbar ist. Ihr habt einmal Kreuz und einmal Schlitz. Das Ganze könnt ihr umschrauben, so wie ihr es braucht. Ja. Und in dem Set selber habt ihr hier vorne die unterschiedlichen Größen. Ja. Und was dann auch noch mit dabei sind, sind die dementsprechenden Muttern aus Kunststoff, aus Metall, mit dementsprechend unterschiedlichen Längen an Schrauben. Also da seid ihr wirklich sehr, sehr gut versorgt. Das Ganze gibt es auch für unter 10 Euro. Habe ich in dem Fall jetzt auch bei Amazon eingekauft. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Dort habe ich es her. Und wie gesagt, das kauft man in der Regel eigentlich einmal. Und das wird einem relativ lange halten. Ich habe es mir letztes Jahr zugelegt. Ich zehre dieses Jahr noch davon. Das Einzige, was jetzt dann eventuell bald kommt, ist vielleicht, dass ich nochmal so ein Set nachordere, weil die gängigen guten Größen, die man dann immer so auch hernimmt, die sind natürlich jetzt schon mittlerweile abgebrochen. Aber der Handbohrer wäre auch in der Lage, und das seht ihr hier, einfach ganz normale Bits aufzunehmen, die ihr dann aus jedem anderen Set habt. Ihr habt hier eine manuelle Aufnahme, die sich eben durch Schrauben weiter öffnet oder verschließt. So, ich würde sagen, legen wir doch einfach mal los und bauen die Teile ran. Da sind wir doch jetzt mal in der Zeit ein bisschen vorgesprungen und jetzt kommt die Montage der Heckstoßstange. Die Heckstoßstange an sich, ihr passt, wenn ihr die andere Stoß, die alte Stoßstange rausgenommen habt, nehmt ihr das Adapterstück. Das Adapterstück hat vorne hat eine flache Seite und eine spitz zulaufende Seite. Die flache Seite kommt nach außen. Das ist unser Abschluss. Und jetzt wird das Ganze quasi so eingesetzt. Bei der hinteren Stoßstange habt ihr auch noch ein wenig Spiel auf den Schrauben. Deswegen da müsst ihr wahrscheinlich die Karo nochmal aufsetzen, um das Ganze dann ordentlich anzupassen. Ich nehme jetzt auch Loctite mit dazu und was sehen, ich hatte jetzt vorne die Situation, ich habe die alten Schrauben verwendet. Das hat funktioniert an der Stelle. Allerdings musste ich Unterlagscheiben mit benutzen, damit das Ganze nachher auch ordentlich passt von den Schraubenabständen. Und hinten werden auch kürzere Schrauben verwendet. Da könnt ihr nicht die alten Schrauben nehmen, die ihr beim Abschrauben von dem alten Bumper raus habt, sondern da müsst ihr tatsächlich die kürzeren Schrauben nehmen und dann braucht ihr auch keine Distanzscheiben, keine Unterlagscheiben.
dann bleibt euch das jetzt erstmal erspart. Das heißt, wir können jetzt hier noch die 4 Schrauben mal einsetzen. Wie gesagt, vielleicht noch nicht komplett festziehen, dass ihr dann noch die Möglichkeit habt, die Stoßstange anzupassen. Jetzt kann man ja schauen, wie das Ganze dann aussehen wird. Ja, seht ihr? Stoßstange hier unten. Das passt auch so. Das lassen wir so. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, Freunde. Heckstoßstange ist montiert. Und mir persönlich gefällt sie richtig gut. Kommt ein bisschen tiefer. Das ist das Original. Weil man sieht von dem oberen Stück sowieso nichts. Da legt sich die Karo nachher drüber. Man hat halt unten diesen silbernen Rammer. Aber jetzt habe ich hier unten solides Metall. So sieht das Ganze vorne aus. Klar, durch den Bügel habe ich jetzt mein Nummernschild ein bisschen abgedeckt. Aber das ist ja an der Stelle jetzt erstmal nicht schlimm. Wenn mich jemand kontrolliert, kann man auf jeden Fall feststellen, wer ich bin. Und dass die Autoversicherung bezahlt ist. Ansonsten auch hier solides Metall jetzt vorne dran. Wo vorher eigentlich auch nur der Plastikslider war. Und an der Stelle bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann draußen performt. Ich habe vorne leichte Rundungen. Akku ist auch schon fertig. Ich habe vorne leichte Rundungen. Die wird es natürlich ordentlich verkratzen, denke ich, bei der ein oder anderen Felsen- oder Steinfahrt. Aber das ist an der Stelle nicht so schlimm. Dafür haben wir es. Anders geht euch dann nämlich hier sowieso der Chromlack ab. Ist auch schon passiert. Aber naja, gut. Wo gehobelt wird, fallen Späne, sagt man bei uns immer so schön als Handwerker-Sprichwort. Und deswegen ist das alles schon in Ordnung. Kommen wir doch jetzt einfach mal zum Einbau von den schönen Brabus-Schnorcheln. Damit wir es ein bisschen leichter haben, nehmen wir jetzt das untere Anbauteil als erstes. Und wenn ihr das Ganze so an Position haltet, dann seht ihr ja schon, wo das in etwa hinkommt. Quasi da, wo dann angedeutet schon der Luftschlitz ist für die Motorhaube. Da kommt es nachher drüber. Das heißt, was wir jetzt auf jeden Fall mal machen, damit wir es einfacher haben, es ist ein doppelseitiges Klebeband mitgeliefert. Da schneidet ihr euch jetzt einfach mal ein kleines Stück runter. Ich würde sagen ungefähr 4-5 cm. So viel braucht ihr da nämlich gar nicht. Dann nehmt ihr das her, klebt das auf den hinteren Teil des Schnorchels und schaut, dass ihr nicht über den Rand hinauskommt. Dann kann man es nämlich von oben auch nicht sehen. Das ist ein sehr gut klebendes Band. Ich denke, man könnte auch mit Sicherheit die Schnorchel allein nur mit dem Klebeband verwenden. Aber das wollen wir ja nicht. Nachher, wenn das Auto sich mal wirklich versehentlich auf den Kopf dreht, und bei mir ist das nichts Außergewöhnliches, dass mein Auto mal kippt, dann fallen die natürlich leichter ab, wie wenn ich sie nachher verschraube. Den Rand schneidet ihr einfach ab, den überflüssigen, dass es auch wirklich nachher kaum zu sehen ist, weil mit dem Handbohrer werdet ihr dann definitiv durch das Klebeband durchbohren. Jetzt ziehen wir den Gegenspieler ab und dann setzen wir das Ganze auch so in Position, wie es gehört. Na, gerade haben wir es davon. So. So kommt der hin. Und wird dann, wie gesagt, noch mit der Sicherungsschraube verschraubt. Jetzt haben wir die Ansicht von der Seite. Und jetzt können wir schon hergehen und können die Bohrlöcher setzen. Ich werde jetzt auf das Bohrloch hier unten an der Kante verzichten, dadurch, dass wir hier oben noch eine Sicherungsschraube haben. Und ich werde jetzt lediglich das Bohrloch hier, das Bohrloch da und das Bohrloch vorne im Lüfter setzen. Dazu habe ich meinen Handbohrer und ich fange an, einfach vorsichtig in die Karo einzubohren. So, Loch Nummer 1 wäre geschafft. So, dann noch ein bisschen nachdrücken. Dann kommt Loch Nummer 2. Und wirklich lasst euch da Zeit, einfach vorsichtig durchzubohren. Wenn man Hektik macht, passieren meistens immer nur blöde Fehler und man ärgert sich nachher, weil man hätte sich wirklich die Zeit lassen können. So,
So, Nummer 2 ist auch drin. Schon kommt Nummer 3. So, Nummer 3 ist auch drin. 1,5 Minuten und ihr habt die 3 Löcher gebohrt. Jetzt kommen die passenden Schrauben dazu. So Freunde, da sind wir auch schon am Ende des Umbaus angekommen für heute. Wie ihr sehen könnt, ich habe noch ein bisschen aufgehübscht mit Aufkleber, ein bisschen Willy West Customs, ein bisschen Waxer RC TV, ein bisschen Herstelleraufkleber auf die Seite, unbezahlte Werbung an der Stelle natürlich. Dann jetzt neu beidseitig die 2 Bravo Schnorchel, die ich an der Stelle wirklich optisch sehr gelungen finde. Die sehen richtig gut aus, verleihen dem Ganzen vorne nochmal so einen aggressiven Look, so ein bisschen wie Hörner bei einem Bullen. Aber trotzdem noch dezent an die Karo angepasst, einfach von dem Fluss der Karosserie. Jetzt habe ich es. Und ja, Freunde, ich bin mega aufgeregt, weil jetzt geht's raus zum Fahren. Hier an der Stelle nochmal die alten ausgebauten Teile, an der Stelle nur Plastik. Deswegen mit der Zeit werden die sowieso abgearbeitet. Die kann ich mir jetzt nochmal aufs Lager legen, als Reserve für den Fall, dass irgendwann mal irgendwas wäre. Ansonsten, ich bin mega gespannt, wie er jetzt draußen läuft. Elektronisch habe ich noch nichts an dem Fahrzeug verändert. Das heißt, wir reden immer noch von der RTR-Elektronik hinsichtlich Motor und ESC. Auch der Servo ist an der Stelle noch der von Draxas. Ich habe aber da an der Stelle schon ein Tauschservo da. Wenn ich dann irgendwann mal die Muse habe, den einzubauen, werde ich das auch machen. Ich denke auch wieder so Richtung 25 Kilo, 20, 25 Kilo wird auch bei ihm ausreichen. Und hinsichtlich der Motorisierung, da bin ich noch ein bisschen im Überlegen, was passiert. Okay, ansonsten noch mal kurz das Heck gezeigt. Wie gesagt, hier mal ein schönerer Abschluss, auch einfach was Stabiles. Ich bin noch am Überlegen, ob ich eventuell nicht noch diesen Chrombügel hier oben in Schwarz lackiere. Das würde dem Ganzen einfach optisch jetzt mit den ganzen Accessoires noch mal einen anderen Touch geben. Vielleicht dann auch noch mal schwarze Karosserieklammern, vielleicht auch kleinere noch dazu, dass das Ganze etwas dezenter rüberkommt. Freunde, das soll es heute auch schon gewesen sein. Anbau der Accessoire-Teile. Ich denke, der ein oder andere konnte über das Uhrmacherwerkzeug mit den Uhrmacherschrauben etwas mitnehmen, für sich etwas gewinnen. Wie gesagt, zum Anpassen der Accessoires wirklich eine tolle Geschichte. Ich habe jetzt auch hinten ran statt Muttern diese Kunststoffmuttern verwendet, damit es einfach da keine Risse gibt, dass die Kabel nicht irgendwie an den Schraubenenden abreißen oder ähnliches, wenn mal was passieren sollte. Das heißt, ihr habt hinten wirklich eine schöne abgerundete Rundung drin. Und ansonsten, wie gesagt, die Passteile wie Stoßstange vorne, Stoßstange hinten und eben auch die Schnorchel. Das hat jetzt alles wunderbar funktioniert und war super easy zum Installieren. Bauzeit von dem Ganzen waren jetzt circa 90 Minuten. Das heißt, an einem guten Vormittag kann man das machen, während die Akkus laden und dann geht man raus zum Fahren, so wie ich das jetzt auch mache. Freunde, ich werde jetzt ein neues RC Crawler Adventure mit diesen ganzen Gimmicks eindrehen. Wer allerdings bis dahin nicht warten kann, einfach mal nochmal in der Playlist zurück. Da war jetzt erst ein Crawler Adventure die Woche hochgeladen. Da war ich das erste Mal wieder draußen mit dem TRX. Da sind die Anbauteile noch nicht dran. Die werdet ihr dann sehen im nächsten Crawler Adventure hier auf dem Kanal. Und wer das nicht verpassen will,
Jetzt wäre die Gelegenheit, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, kommentiert, wenn ihr Fragen habt und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Waxos RC TV. Bleibt gesund und habt Spaß mit euren Autos.